Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Prince of Persia The Lost Crown. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Eigentlich können wir schon zum Finale übergehen, aber ich bin ja noch dabei, die fehlenden Gegenstände zu sammeln, die hier noch offen stehen. Und das wäre ein Sammelgegenstand im Heiligen Archiv und zwei Schätze sowie ein Xerxes im Turm der Stille. Ansonsten haben wir hier tatsächlich alles gesammelt. So, meine Idee war jetzt, dass der Sammelgegenstand sich in den Gefängniszellen befindet, in dem mittleren Teil, wo die Wachen ja quasi selber in Zellen stehen, über die ich mich noch lustig gemacht habe, was das doch für ein scheiß Job ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht ein Sammelgegenstand reingelegt wurde, den man ja jetzt erst mittels der Fähigkeit Schatten von Seamorg in Kombination mit dem Chakram nutzen kann. Ja, und jetzt kommen wieder die lustigen Treppen. Aber wir sammeln so noch ein bisschen Geld. So, wir sind in den Gefängniszellen. Wir müssen nur aufpassen. Im rechten Teil. War, glaube ich, noch so ein Lebensdieb. Nur genau die meinte ich, aber. Ja, vielleicht hinter den Knochen versteckt. Na. Aber anscheinend nicht. Verdammt, und dabei war meine Idee so gut, aber nein. So, in den Zellen haben wir schon überall geguckt. Da brauchen wir nicht nochmal hin. Was uns jetzt fehlt, ist, glaube ich, dieser Teil hier. Oder wir haben jetzt hier links alles geguckt. Das heißt, dieser Teil hier fehlt uns. Ach, Leute, Leute, es ist. Es ist traurig. Wieso macht das jetzt nicht? Ach so, weil wir. Doch, jetzt. Danke. Hey, die Zelle ist auf. Du brauchst eigentlich an Stäben zu rütteln, die nicht vorhanden sind, mein Freund. Nehme ich überhaupt auf? Mein Gott, ich stehe so neben mir. Ja, wir nehmen auf. Wie fangen wir denn am besten an? Das hier haben wir, glaube ich, jetzt alles geguckt. Das heißt hier erstmal den rechten Teil, wobei ich nicht glaube, dass wir da was übersehen haben, so früh am Anfang. Boah. Repariert mal die Bodenplatten. Nee, hier sind wir eigentlich schon ziemlich genau durchgegangen, oder? Leute, ich habe echt keine Ahnung. Na, hier hatten wir den Geheimgang. War nur. Das ist doch echt. Okay. Und hier war ja auch nichts weiter. Das war ja eines der Rätsel der Architektin.
vor allen Dingen ein Sammelgegenstand hängt ja nicht irgendwie in der Luft. Da brauchen wir ja schon festen Boden. Leute, Leute, Leute. Ich habe echt keine Ahnung. Ah, Moment. Hier hatten wir auch B-Namen. Wir eigentlich gut durchgekommen. So, jetzt kommen noch mal die komischen Kerle. Noch ein zweiter. Und hier war jetzt auch nichts. Das war doch bestimmt wieder so eine Sprungpassage, oder? Zumindest ist das jetzt einfacher als beim ersten Mal. Weil wir die Glocken nicht mit Pfeilen beschießen müssen und ganz einfach manuell umschalten können. So, hier war Fariba. Moment, Leute. Ich glaube, das war auch wieder so eine Geschichte von wegen Xerxes-Münze. Oder? Geistersandgefäß. Aua! Die tun weh. Okay. Zum Wack-Wack-Baum über uns. Da können wir uns nochmal heilen. Hier war, glaube ich, auch nichts, oder? Moment. Ah, nee, ich glaube, das war nur der Knall aufgrund unserer leeren Klinge. Jetzt darf ich hier wieder hoch. Das Ganze nur... wegen eines Sammelgegenstandes. Moment, Moment, Moment. Hier sind wir doch auch hochgegangen, oder nicht? Weiter hoch, oder? Hm. Das war ja ein
Aufzug. Ah. Oh Mann, vielleicht haben wir wieder so eine versteckte Wand in einem Aufzugsschacht. Kann man natürlich auch haben. Ich glaube, an diesem Bereich sind wir ziemlich schnell vorbei. Wo, hier haben wir doch eben geguckt. Aber dann bin ich nach oben gegangen. Das heißt, hier unten könnte noch was sein. Ich finde den Bereich da in der Mitte merkwürdig, wo wir umschalten können, Leute. Ach, hier kamen wir auch zu Fariba. Ich verstehe es nicht, Leute. Dann schauen wir hier lang mal. Ah, hier kamen wir zu unserem Anomalie. Ist hier was fallen gelassen worden? Nein. Ich bin mit meinem Latein am Ende, Leute. Irgendwo fehlt noch ein blöder Sammelgegenstand. Moment. Nee, das... Es kann nicht wahr sein. Auch jetzt fehlt nur noch dieser Bereich hier, oder? Hier sind wir rumgerannt, da oben sind wir hier schon gewesen. Leute, ich hab den Überblick verloren. Ich hab echt den Überblick verloren. Oh, Moment. Haben wir das vorher auch schon gemacht? Haben wir nicht. Okay, hier liegt noch was. Alchemistentagebuch 2. Stimmt, das fehlt uns noch, oder? Wir hatten 1 und 3. Tag 17, Forschung stand auf Eis. Auf meiner Suche nach Antworten bin ich ins alte Archiv gegangen. Es scheint aber, als hätte der Architekt den Grundriss geändert und ich weiß gar nicht mehr, wo lang. Wie hat er all das in ein paar Tagen ändern können? Ich irre hier seit Tagen herum, doch ich spüre keinen Hunger oder kein Verlangen nach Schlaf mehr. Es zählt nur noch meine Forschung. Ich habe ein Buch der Zeit gefunden, das sich um Inseln, Reliquien und Gottheiten dreht. Diese scheinen alle die Zeit zu beeinflussen. Ich war nie ein begeisterter Theologe, sondern stets ein Fan der Wissenschaft, doch es scheint wohl etwas im Gewebe der Zeit zu stecken. Als ich das Buch zurückstellte, werde ich von einer weiteren Version von mir selbst angegriffen. Ich bin schwer verletzt. Zum Glück gibt es aber auch im Archiv Wack Wack. Ja, wir haben alle Sammelgegenstände, Leute.
Und das ist einfach nur, ich sag mal, Hintergrundwissen, oder? Wir haben jetzt keinen, der irgendwie daran Interesse zeigt, oder? Wieso haben wir denn hier immer noch die... Ja, Quest abgeschlossen, okay. Einfach nur, dass man weiß, wo die Charaktere sind. Noch nicht mal der Sammler. Ja, der ist höchstens böse, wenn wir das letzte Xerxes hier oben irgendwo aus dem Turm der Stille fischen. Denn das ist jetzt der letzte Bereich, der uns fehlt. So, und ich sag mal so, auch wenn das Gebiet etwas mühselig zum Ablaufen ist, haben wir hier den Vorteil, dass uns hauptsächlich Schätze fehlen. Sprich, König Yamshit wird uns hier behilflich sein. Wir haben aber auch noch eine Xerxes-Münze zu finden. Und das könnte gerade bei den Sprungpassagen tricky sein. Und ich hoffe mal, dass wir das auch anhand dieser grauen Ecken hier, die wir noch haben, ausmachen können, wo sich die Xerxes-Münze befindet. Da haben wir ja einige graue Ecken. Ja, und für die Schätze, da müssen wir jetzt auf König Yamshit achten. Und wenn wir den Turm der Stille abgeschlossen haben, Leute, dann haben wir alles. Dann haben wir tatsächlich jeden Bereich hier in Prince of Persia, The Lost Crown, zu 100% abgeschlossen, haben dort alles gesammelt, was es zu sammeln gibt, und wir können uns endlich zum Finale aufmachen. Vielleicht können wir das auch jetzt, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde dahin reisen. Das ist ja noch der schnellste Weg, oder sogar dahin. Ja, was wollte ich sagen? Ich habe den Faden verloren. Egal, wir wollen jetzt auf jeden Fall den Turm der Stille und das letzte Gebiet vervollständigen, das uns fehlt. Ah nee, ich nehme den Aufzug. Ich glaube, der Aufzug ist dann doch die beste Lösung, hier voranzukommen. Mann, was für eine Lauferei. Was für eine Lauferei hier durchs Archiv. Ah, ich hatte schon Befürchtung, dass wir viel, viel länger brauchen werden, um hier alles zu sammeln. Und da bin ich schon mal froh, dass dem nicht der Fall ist. War doch hier oben, oder? Die Homa-Statue. Da noch weiter hoch. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Turm der Stille. Wir haben nur den Grabeingang. Das halte ich auch für ein Gerücht. Vielleicht sollten wir das von der Oberstadt oder lieber von unten anfangen. Vom Hyrkanischen Wald aus, oder wir gehen erstmal zum Ohrberg und arbeiten uns von oben nach unten, muss ich sagen. Du redest vom Weg. Wo ist meiner? Der eigene Weg ist wie die heilige Zypresse von Abaku. Ein einzelner Stamm, ein Leben hat dich zu diesem Sonnenaufgang gebracht. Die Vergangenheit ist bereits fester Teil deines Wegs. Er ist einzigartig. Jetzt liegen 1000 Äste vor dir. Und an jedem Ast sind 1000 Früchte und in jeder Frucht 1000 Samen. Und einer dieser Samen ist dein Weg. Das hat er uns doch schon mal erzählt. Ich habe keine Wahl. Ich muss noch mal zurück.
und alles sammeln. Nein, wir haben keine Wahl. So, damit sind wir wieder im Turm der Stille und es wird kein angenehmes Unterfangen, das sage ich euch. Denn jetzt heißt es erstmal Schätze finden. Und die fehlende Xerxes-Münze. Und dafür gehen wir erstmal zu dem Bereich zurück, wo wir König Darius besiegt haben. Auch wenn ich nicht glaube, dass hier was ist, will ich es nicht unkontrolliert lassen. Gerade bezüglich der Xerxes-Münze ist ja alles möglich. Aber nicht das. Okay. Weiter rechts sind wir, glaube ich, auch schon mal gesprungen, oder? Hier ist auch nichts. Wir können das noch ein bisschen weiter ausschmücken. Ah, da scheint tatsächlich nichts zu sein. Okay. Wahrscheinlich sind die fehlenden Teile alle ganz im Süden. Und wir sind jetzt genau von der falschen Stelle hier rangegangen, um die Sachen zu vervollständigen. Dann ist es so, liebe Leute. Ich hoffe, es stört euch nicht. Dabei immer ein Auge auf König Yamshit halten. War ja hier die Stelle mit den Gongs. Was aber nicht heißt, dass uns hier, dass wir hier alles haben. Hey, wieso lässt er uns hier nicht mehr durch? Na, wer nicht will, der hat schon. Attacke der leere Klinge, die sich wieder aufgeladen hat. Graue Stellen. Oh, 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 Leute. Da ging auch gerade König Yamshit an. Da ging gerade König Yamshit an. Das heißt, hier muss irgendwo ein Schatz versteckt sein. Ich sehe ihn, hier ist er. Einen der Schätze haben wir schon mal auswendig gemacht. Und finden, wie erwartet, Zeitkristalle. So, links haben wir noch einen grauen Bereich, aber... Oh Gott! Hier jetzt wieder zurück ist ja genauso ätzend.
Nein! Nicht die beste Idee. Aber unten ist auch fester Boden, Leute. Aber ich wage zu bezweifeln, dass es da ist, oder? Naja, so wie hier einige Sachen versteckt sind, will ich gar keine Zweifel aussprechen. Alles ist möglich. Aber die Stelle ist leider ohne Grund grau. Denn hier waren wir. Und hier ist auch nichts. Und gerade wo ich sehe, weiß ich, dass sie in der Ecke auch schon geguckt haben. Bei unserem eigentlichen Durchlauf hier. Und ich mich noch darüber aufgeregt habe, wie verbuggt diese Stelle ist. Ah, okay. Am auffälligsten finde ich diese Stelle. Am auffälligsten finde ich diese Stelle. Wir müssen jetzt diesen Weg. Ich glaube noch nicht mal, dass hier, wo wir den Gong geläutet haben, des Rätsels Lösung liegt. Sage ich euch ganz ehrlich. Habe ich jetzt eine Markierung gesetzt? Nein, habe ich nicht. Wir können ja trotzdem mal gucken, hier rechts lang war was. Da ist auch eine kleine Stelle grau. Ja, super, ist der Gong. Der Gong ist ausgegraut. Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre diese graue Stelle da rechts. Ich glaube, das war auch so eine widerliche Sprungpassage. Wo wir von der Seite auch gar nicht erst reinkommen. Na, tolle Wurst. Ja, kann sein, dass ich dieses Video dann nochmal zurechtschneide, wenn wir hier zu lange suchen. Ach. Und uns fehlen jetzt nur noch zwei Sachen. Ein Schatz und eine Xerxes-Münze. Das muss doch machbar sein. Nochmal schnell. So. Ach. Eiskrieger sind auch ätzend. Boah, und die Passage, jetzt weiß ich, warum ich hier nicht lang wollte. Und wenn hier was fehlt, dann ist es ja, die Mitte. Ich muss mich mal heilen.
Karte wäre ja jetzt links von uns. Aua. Aber hier geht's doch nicht. Okay, jetzt ist ja auch nichts mehr grau und ich sehe nichts von wegen Xerxes, kein König Yamshit. Also sind wir hier falsch. Und ich glaube auch, dass da links nichts ist. Ich glaube tatsächlich, dass wenn uns was fehlt, dass hier am unteren Bereich sein wird. Und wenn, dann müssen wir eben nochmal hoch. Immer schön das Symbol oben im Auge behalten. Und dann hier runter. Aua. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier irgendwo auch in diesem großen freien Gebiet eine Xerxes-Münze sein könnte. Eben weil das so ein großes Gebiet ist. Und wir hier ja echt brutale Sprungpassagen haben. Hier kamen wir zu Fariba. Ich muss jetzt einfach hier die verschiedenen Plattformen mal ausprobieren. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das nicht schon gemacht habe. Wow, wow, wow. Ich muss es. Weil wir hier doch viel Lebensenergie verlieren. In der Kälte. Bei den Gegnern hier mit Eis. Sind wir wieder aufgefrischt. Also Leute, von Xerxes ja keine Spur. Das heißt... Oh, Moment. Moment, Moment. Auf der Plattform da oben war ich noch nicht. Sonst hätten da nicht die Gegner gestanden. Auch wenn König Yamshit nicht angegangen ist. Ein bisschen hier den Block nutzen. Ach, schon wieder drauf reingefallen. Das ist auch schon wieder Faribas. Nee, 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 nee. Außer wir hätten von da jetzt noch weiter dahin gemusst. Bei Xerxes Münzen ist alles möglich.
Ich ignoriere es jetzt aber erstmal. Ich kann mir mal bei meinen Fragezeichen hinsetzen, falls da was ist. Viel auffälliger ist das hier wieder. Wobei, da kämen wir auch von der Schmiede hin. Das können wir immer noch machen. Die Ecke ist extrem auffällig. Das heißt, wir werden uns hier rechts lang begeben. Dieser komische Aufstieg hier. Das Problem ist auch hier, dass die Bereiche so riesig sind. Die Bereiche sind richtig riesig. Ach ja. Aua. Tausend Zeitkristalle haben wir damit schon wieder in der Tasche und wissen nichts damit anzufangen. Ach Gott, das war ja die Passage. Die wird zurück ja richtig ätzend. Aber Leute, mir fällt gerade noch was auf. Dieser Durchgang wurde noch nicht zerstört. Sonst wäre er da. Sonst wäre der Pfeil nicht mehr da. Na, wenn das nicht ein Indiz für irgendwas ist, dann weiß ich es auch nicht. Oder denke ich hier schon wieder falsch? Weiter links. Das ist genau über uns. Hier, wo die Steinbrocken runterkommen. Oh Leute, da treibt mich ja in den Wahnsinn hier. Nee, wir versuchen es da oben. Schon einen Heiltrank trinken. Ich glaube, es hackt, Leute. Hier weg, als will er hier irgendwas beschützen. Da ist aber auch nur das, ne? Oha, da kommen wir doch nie im Leben wieder hoch. Nee, oh Gott, das sehe ich nicht. Nee, beim Versuch hier wieder hochzuklettern sterbe ich. Das heißt, das müssen wir schon von der anderen Seite machen. Das heißt, wir müssen schon von hier rein. Leute. Ja, das wird echt noch das Problem jetzt hier. Der Turm der Stille. Aber zumindest sind es nur noch die zwei Sachen hier. Den Rest haben wir.
Den Rest haben wir und da bin ich auch stolz drauf. Und ich will jetzt auch für die fehlenden Sachen hier nicht, oh Mann, nicht noch irgendwo nachschauen müssen. Ah, okay, ja, jetzt sehe ich es wieder. Eieiei. Von hier müssen wir doch irgendwie zurückkommen. Boah, oh Mann, gerade geheilt. Kommen wir aber tatsächlich auch nicht zurück. Hä? Ich wollte eigentlich die Attacke, weil er dadurch Lebensenergie auch verliert. Leute, 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 das ist so... Huiuiui. Ich wette mit euch, da ist die Xerxes-Münze. Und der Schatz irgendwo hier unten. Und von hier kommen wir einfach nicht zurück. Wir müssen diesen Weg nehmen zur Schmiede. Und wenn ich da schon lang gehe, werde ich da auch nochmal speichern. Ja, die sind ja auch wieder da. Und wieder volle Lebensenergie. Noch einen Heiltrank, aber da haben wir auch das Wack-Wack-Bäumchen. Damit haben wir wieder die Heiltränke am Start. Auch so ein auffälliges Gebiet, wie ich finde. Gerade mit den Sachen hier, aber hier hatten wir doch auch eine Xerxes-Münze, bin ich mir ziemlich sicher. Aber die haben wir ja schon gesammelt und können wir ja schon unser nennen. Oder war das eine der Münzen, wo ich gesagt habe, nö, 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 das machen wir später und ich habe vergessen, sie zu markieren. Das glaube ich schon fast nicht.
Nee, nee, Leute. Was schon mal beruhigend ist, wir haben keinen König Yamshit hier. Aber das heißt nicht, dass hier nicht irgendwo eine Xerxes-Münze versteckt sein könnte. Ja, irgendwie glaube ich es nicht. In dem Bereich links vielleicht, aber... Leute, da sah gerade nichts nach Xerxes Münze aus. Bleibt nur noch dieser rechte Teil und das da. Ich mach das doch jetzt, weil wir noch eine Viertelstunde haben. Und ich einfach nur wissen will, da habe ich mich so schnell herunterfallen lassen. Ist das so, dass... Ah, okay, von hier sind wir ja ursprünglich reingekommen. Jetzt gemacht. Yeah. Unsinn. Kein Xerxes hier. Okay. Hier hatten wir auf jeden Fall eine Schatztruhe. Das weiß ich ganz genau. Das war nicht bei unserem ersten Ausflug hin, wo wir gesagt haben, damit können wir ja noch gar nichts anfangen. Ja. Was ist da in der Ecke? Leute. Geld, Geld, Geld. Sehr schön für das Geld. Dass wir auch solche Ecken jetzt hier erkunden, aber das ist nicht das, wonach ich suche. Ja, ich werde jetzt auch nicht nochmal extra speichern und eine neue Episode anfangen. Ich werde hier tatsächlich gucken, dass wir das heute in der heutigen Episode irgendwie vervollständigen. Und versuchen zu meistern. Hier unten waren wir schon, okay.
Jetzt ist die Frage, sind wir hier den oberen oder den unteren Weg gegangen? Müssen wir beide mal abspringen. Aber ich wette mit euch, es ist da hinten. Es ist da hinten. Oh, wobei das ja natürlich auch eine sehr, ich sage mal, beliebte Stelle für eine Xerxes-Münze sein könnte. Ach, du Heiliger, ja, ja, ja. Dann kommen wir doch zu diesen grauen Stellen. Hey, ich wollte den anderen blocken für meine Gesundheit. Oben speichern, bevor wir weitermachen. Hat er doch ein bisschen Schaden bekommen. Was mache ich denn hier? Nein, ich will nichts anders ausrüsten. So, mal schauen, ob wir von hier links hochkommen. Zur verdächtigen Ecke. Nee, ich glaube, von da kamen wir nur runter. Wir müssen den rechten Weg lang gehen. Und ich wette mit euch, dass da das Rezeptionen ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir da beides finden. Sowohl die Xerxes-Münze als auch den fehlenden Schatz. Und ich meine, das war auch so eine furchtbare Sprungpassage. Ja, ja, lass uns mal in Ruhe. Sind wir hier schon lang gesprungen? Ich weiß es nämlich nicht. Ich hoffe, ich habe mit meiner Vermutung recht, Leute. Ach, die
Stelle war das. Oh Mann, das ist doch nicht euer Ernst. Ach ja, da war ja was. Keine Möglichkeit, sich hier noch irgendwie zu retten. Ich habe doch in die andere Richtung geguckt. War mit dem rechten Schild nicht. Ach, da oben waren wir schon. Das muss ich nicht nochmal sammeln. So. Ich glaube, ich weiß auch wieder. Warum ich hier. Oh ja, oh ja. Oh ja, ich glaube, es wird ein Schuh draus. Richtig. Weil man muss ja eigentlich nur das ganz kurz nutzen. So, die Xerxes-Münze haben wir. Aber die zurückzubringen wird übel. Und dann fehlt uns immer noch ein Schatz. Wir müssen jetzt die Xerxes-Münze irgendwie sammeln und den Schatz mit König Yamshit ausfindig machen. Ja, okay, die Xerxes-Münze, Leute. Da unten haben wir auch einen Baum, um dann speichern zu können. Ah, Mist. Ah, Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jawohl. Die Xerxes-Münzen haben wir. Wir haben alle Xerxes-Münzen. Was sagt der Sammler dazu? Wenn wir ihm alles an Xerxes geben, was es gibt, es interessiert ihn wenig. Ja, also nur noch ein Schatz. Nur noch ein Schatz. Und dass die Stelle da hinten immer noch grau ist, gefällt mir nicht. Warum bin ich denn jetzt hier wieder... Ah. Ich sag's euch, das sind aber auch Sprungpassagen aus der Hölle hier. Jetzt nur noch diesen Kram hier schaffen. Gib es doch nicht. Okay, der letzte Schatz mit König Yamshit wird er schon irgendwie gefunden. Dass es die Xerxes-Münze ist, die wir jetzt haben, finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich werde nochmal speichern. Und ja, wir sind jetzt bei einer Stunde.
Wir sind jetzt bei einer Stunde. Ich werde es anders machen. Ich werde mich hier ein bisschen umschauen und werde das Finden des Schatzes in der nächsten Episode vorn anstellen. Wir haben auf jeden Fall jetzt bis auf einen Schatz alles, was es zu sammeln gibt hier bei Prince of Persia. Ja, und dann werde ich die Truhe, die uns fehlt, der Schatz, der uns fehlt, zu Beginn der nächsten Episode packen und dann werden wir uns in die königlichen Korridore begeben, wo es nichts Neues gibt, da diese zur Oberstadt gehören und somit keine neuen Sammelgegenstände auslösen. Ja, soweit alles gesammelt, nur noch ein Schatz im Turm der Stille. Und das finde ich nach wie vor sehr, sehr merkwürdig. Naja, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Prince of Persia The Lost Crown wieder mit dabei seid, wünsche euch bis dahin alles Gute, gehabt euch wohl, euer Rönne.